Herzlich willkommen von meiner Seite als Vertretung von Zero Waste Austria zu diesem heutigen Online-Screening, also Online-Webinar zum Thema The Story of Plastic. Kannst du die nächste Folie, bitte? Genau, kannst gleich überspringen, das habe ich eh schon erwähnt. Um was geht's eigentlich? Wir haben euch im Vorfeld den Zugang geschickt zu dem Film The Story of Plastic, weil wir haben ein Problem, und zwar ein Problem mit unseren Dingen. Es gibt einfach viel zu viel davon. Es ist giftig, es ist nicht gut, wie damit umgehen, und das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Film denkt oder wie ihr den Film findet. Wir werden es dann im Anschluss noch mit den anderen diskutieren, die hier da sind. Ihr könnt euch uns gerne auch im Kommentar Meinungen also schreiben, wie ihr den Film gefunden habt und wenn ihr Fragen habt oder dergleichen, dann schreibt uns einfach. Nächste Folie bitte. Genau, um was geht es eigentlich bei der Panel Discussion? Wir wollen uns anschauen, was steht eigentlich hinter dem Diskurs rund um die Umweltverschmutzung, wer trägt die Verantwortung und wie sehen die konkreten Handlungsschritte aus? Und zwar für Politik, Wirtschaft und aber auch uns als Gesellschaft. Ich kann da direkt was erzählen, aus was mir heute passiert ist. Ich bin nämlich gerade auf Sardinien und wir waren auf dem Strand spazieren und es ist unglaublich, wie viel Müll man da findet. Ich zeige euch das mal kurz. Ich hoffe, man sieht das dann so gut. Und zwar eine Aludose, die gefühlt, ich glaube, schon 15 Jahre alt ist und Plastiksackerl und anderen Plastikkrams. Und das ist jetzt einfach alles aufgehoben oder aufgesammelt, weil es gibt eine Mülltonne da ums Eck und werden es dann nachher wegschmeißen. Und das ist eigentlich schrecklich, wie viel Müll die Menschen wegschmeißen, aber auch wie viel angespült wird, also wie viel Müll angespült wird. Genau, und das geht es auch im Film, dass nur weil ein Müll in Europa erzeugt oder verschwendet wird, dass es dann in anderen Kontinenten wieder aufgedeckt wird oder wieder aufgegriffen wird und dort im Müll landet und dieser Müll, der wird dann halt einmal um die Erde und dann landet er wieder in ganz woanders. Also The Story of Plastic soll einfach die verschiedenen Kontinente verbinden, also aufzeigen, was der Plastikkonsum für Auswirkungen hat, aber auch die unbekannte Seite des Plastikproblems, und zwar die Plastikhersteller. Und genau das schauen wir uns dann noch später an. Nächste Folie bitte. Genau. Wer ist eigentlich heute mit uns mit dabei? Ich würde bitten, dass wir unsere Panel, also die, was mit uns mitdiskutieren, dass sie sich kurz vorstellen können, dass wir ein bisschen Einblick bekommen, wer uns nachher dann bei den Fragen, also die Fragen beantworten wird. Ich würde gleich starten mit dir, Raffaela, dass du uns kurz zeigst. Ist das Internet an? Es ist gerade gestoppt. Ja, irgendwie ist gerade gestoppt, gell? Geht's jetzt wieder? Ich glaube, der Raffaella ist eingefroren. Oh, und ich habe mir schon gedacht, dass es bei mir ist. Okay, ich habe nämlich nur sie gesehen. Na gut, Christian, du hast gerade geredet. Magst du dich vorstellen? Ja, dann übernehme ich mal ganz kurz. Schönen guten Abend. Christian Redl, mein Name. Ich bin elffacher Weltrekordhalter im Freitauchen oder auch Apnoe-Tauchen. Ich tauche seit meinem 6. Lebensjahr. Mit 10 Jahren habe ich schon angefangen, mit Pressluftflasche zu tauchen. Mit 16 habe ich den ersten Tauchgang im Meer gemacht und ich war schon als kleines Kind immer fasziniert vom Hans Haas und vom Jacques Cousteau und habe damals schon die ganzen Dokumentationen gesehen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie es weltweit um die Meere steht. Erstens einmal, weil ich es gesehen habe, wie es damals war in diesen Dokumentationen. Und wie es ich vor mittlerweile vor 20 Jahren selber erlebt habe und wie es jetzt aktuell ausschaut. Ich habe halt das große Glück als Sportler, dass ich auf die ganze Welt reisen durfte, Ich habe Tauchgänge gemacht am Nordpol in Grönland, genauso aber in Französisch-Polynesien, Malediven oder Bahamas und habe halt das leider live miterlebt. Was da jetzt gerade passiert, vor allem in den letzten Jahren, hat das Ganze ein bisschen Dynamik genommen. Und
Aus diesem Grund habe ich auch eine Organisation gegründet namens Seven Ocean, for the Love of the Ocean. Und ja, bin sehr froh, dass ich da heute dabei sein kann und hoffentlich was beitragen kann. Dankeschön. Wir freuen uns auch, dass du heute dabei bist und sind schon sehr gespannt, was du zum Erzählen hast. Ja, lieber Mike, möchtest du gleich anschließen und dich fragen? Kann ich machen. Ich kann und anscheinend ich darf. Ja, hallo alle miteinander. Mein Name ist Mike Boyle. Ich vertrete heute Organisation Circle Wien, wo wir versuchen, unter anderem verschiedene Projekte hier in den Wiener Raum aufzunehmen, mit der Absicht, einen Unterschied zu machen. Ich werde nicht so im Detail über die Projekte reden, aber vielleicht einen Umfang zu präsentieren. Ich kam direkt aus St. Pölten, mache ein Projekt gemeinsam mit den Studenten von der New Design University, wo wir versuchen, ein neues System zu gestalten, dass wir mit den E-Waste-Problemen besser umgehen könnten. Wir arbeiten mit der Firma Citra, das ist ein NGO aus Finnland. Wir sind die Vertretung hier in Österreich für eine Kampagne, was die begonnen haben, das heißt 1,5. Gewissen Bekanntheitsgrad zu der Problematik bei den Einzelnen innerhalb unserer Gesellschaft zu erwecken. Und die haben verschiedene Technik auf die Beine gestellt, sodass wir das Benehmen von Leuten innerhalb unserer Gesellschaft ändern könnten. Und dann letztlich würde ich gern über den Konzept Kreislaufplatz reden, wo wir in der Lage sind, eine regenerative Gemeinde für uns aufzubauen. Wir sind gerade dabei, mit den verschiedenen Bezirken hier in Wien zu reden, mit der Absicht einzelnen Initiativen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Zero Waste Austria vor allem bei diesen letzten Initiativen dabei ist. Und ich sage vielen herzlichen Dank und und danke für die Einladung heute. Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Ja, liebe Raffaela, ich hoffe, es funktioniert, dass du dich vorstellen kannst. The stage is yours, oder wie sagt man? Ja, es freut mich da total, eben heute mit dabei zu sein, eben, dass der Event heute stattfindet und wir uns darüber austauschen können. Also mir hat der Film auch sehr bewegt. Wir sind täglich, also von Plastikpreneur eben, ich vertrete heute unser Team als Mitgründerin, täglich mit solchen Bildern konfrontiert von Menschen in jetzt schon fast über 60 Ländern weltweit. Und da sind wir eben auch gerade, da gibt es so viele Thematiken, die man sich annehmen kann. Und es ist jedes Mal so berührend, einfach zu sehen, wie teilweise falsch dieses Material verwendet wird und dass eigentlich also viele Menschen zu Schaden kommen, weil sie die falschen Kunststoffe recyceln und da giftige Gase freigesetzt werden, obwohl es eigentlich ein sehr guter Stoff für die Circular Economy wäre. Aber eben leider für falsche Produkte eingesetzt wurden, für Verpackungen und eben kein Wissen dazu, wie man damit umgehen kann. Mhm. Sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt auf die Diskussion im Anschluss. Vorerst möchte ich euch noch ein bisschen was über unseren Verein erzählen, also über Zero Waste Austria. Genau, also wofür stehen wir eigentlich? Wir wollen einen ressourcenschonenden Umgang mit unserem Planeten bewirken, also das ist unsere Vision und Mission. Wir wollen die Menschen zusammenbringen, über Zero Waste Austria informieren, also Bewusstsein bilden, wie man Müll reduzieren kann, warum Müll eigentlich schlecht ist und was auch an Material, also Einweg, Mehrweg, wie man damit auch umgeht. Wir machen Aktionen wie eben dieses Online-Webinar, wir machen Offline-Treffen, Kretzeltouren und zeigen einfach, dass es wichtig ist, einen kleinen Schritt zu machen und nicht von heute auf morgen das Leben 100% zu ändern. Dann sind wir eh schon bei unseren Veranstaltungen, also auch unseren Aktivitäten. Also wir haben Stammtische, den Austausch, sowohl online als auch offline. Wir haben Netzwerktreffen und Hubclubs, eben auch diese Webinare. Wir sind aktiv auf den Social Media, Facebook, Instagram und LinkedIn und versuchen da eben das Wissen zu teilen und einfach einen Austausch, eine Kommunikation zu fördern. Wir haben auch einen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt und wir schreiben regelmäßig Blogs, die wir auf unserer Webseite auch veröffentlichen. Wie kann man bei uns mitmachen sozusagen oder wie kann man unseren Verein unterstützen? Wir haben für Privatmitglieder eine Zero Waste Austria Card.
Wenn du die besitzt, dann bekommst du Prozente bei den Partnerfirmen. Wir haben bundesweit, also in ganz Österreich, Partnerfirmen, auch viele Online-Shops. Das heißt, wenn du die Zero Waste Austria Card hast, bekommst du dann entsprechend Rabatte oder extra also zusätzliche Produkte dazu, wenn man einkauft, aber einen gewissen Wert. Da einfach online schauen, was die Partnerfirmen anbieten, und jede Mitgliedschaft unterstützt natürlich auch unser Tun. Unser Netzwerk besteht aus sehr nachhaltigen österreichischen Unternehmen, aber auch innovativen Lösungen. Also wir haben viele Projekte, auch mit Schulen oder Hotels. Und jetzt das Aktuellste ist das City Food Basket, wo wir eigentlich schauen wollen, was die Stadt braucht, um auch wie am Land frisch und nachhaltig regional versorgt werden zu können. Also wir versuchen auch auf verschiedenen Ebenen aktiv zu werden und da ganzheitlich einen Ansatz zu schaffen, dass Zero Waste, die Bewegung in Österreich, auch bekannter wird und auch Anklang findet. Unser Team besteht hauptsächlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Wir haben Geschäftsführung, Projektleitung, einige Mitglieder im Marketing, wir haben jemanden für die Workshops und natürlich auch für die Veranstaltungen. Und dass wir in ganz Österreich aktiv sind, gibt es auch unsere Botschafterinnen. Also in jedem Bundesland gibt es jemanden, der uns vertritt und der die Zero Waste Bewegung dort auch vorantreibt. Dann kurz zu mir, dass ihr wisst, wer euch durch die Panel-Discussion führt, also wer moderiert. Ich bin seit letzten März ehrenamtliches Mitglied bei Zero Waste Austria. Ich bin im Marketing-Team, habe angefangen mit Facebook. Mittlerweile bin ich bei LinkedIn gelandet. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Plastik. Und bin auch bei Break Free from Plastic, die Schnittstelle zu Zero Waste Austria, da wir seit letztem Jahr auch Teil von Break Free from Plastic sind. Und nebenbei habe ich auch noch eine Initiative, wo ich mit meinem Startup Plastic Challenges fördere, um zu zeigen, wie es geht, Plastik zu reduzieren. Genau, und genug von Zero Waste Austria. Es war ein kurzer Einblick und jetzt würde ich sagen, dass die Präsentation kann sozusagen gestoppt werden. Dann stürzen wir uns nicht gleich in die Fragen. Die erste Frage, die ich habe, ist, man könnte es vielleicht annehmen, und zwar, wie der Film euch gefallen hat. Ich würde diesmal mit dir, Raffaele, anfangen. Was sagst du zum Film? Du hast es eh schon in deiner Vorstellung kurz erwähnt, was du zu dem Film denkst. Ja, also vor allem, dass wir ja da, wir haben ja eben diese Small-Scale-Kunststoff-Recycling-Maschinen eben entwickelt und produzieren die jetzt da in Österreich. Und mit diesen Maschinen lässt sich eben vor allem Kunststoffe nachher aus PP und PE leicht recyceln. Diese Kunststoffe werden, wenn sie dann erhitzt werden, geben eben keine giftigen Gase ab. Und deswegen ist uns diese Bewusstseinsbildung immer so wichtig. Und das ist mir dann auch in meinem Film noch viel mehr klar geworden, nämlich, dass das Bewusstsein für den Umgang mit den ganzen Kunststoffen einfach noch nicht gegeben ist. Also entweder wird der Wert nicht erkannt, eigentlich ein wertvoller Sekundärrohstoff, also den man wieder in einen Kreislauf einführen kann, beziehungsweise wird der Kunststoff noch viel einfach in Sachen verwendet, eben Single-Use-Produkten, teilweise mehrere Beschichtungen, und das ist dann wirklich noch arg zum Anschauen, und da müsste man eben schon viel früher ansetzen, nämlich beim Design, eben genannt wie Circular Design. Und da bilden wir auch ganz viel Bewusstsein dazu. Deswegen haben wir da voll wiedergefunden und denke mir, es gibt noch so viel zu tun und das können wir nur gemeinsam machen. Das stimmt. Das ist ein schöner Ansatz, also das ist gemeinsame Tun. Ja, lieber Mike, was denkst du über den Film? Wie hat er dir gefallen? Ja, es war natürlich schon imposant. Die muss ehrlich gestehen, von meiner Warte kein Neuland. Die Statement war natürlich sehr stark. Aber ich muss gleich Raffaele zustimmen, weil ich denke, das Problem ist, wenn wir nicht in der Lage sind, was Besseres zu gestalten, dann kriegen wir das Problem nie gebacken. Daher müssen wir das Problem aus verschiedenen Ebenen anschauen. Natürlich, was Plastikpreneur macht, ist extrem wichtig. Allerdings wird das Problem als solches nicht gelöst, weil wir müssen an und für sich gleich damit aufhören. Wobei, das kommt nicht von heute auf morgen.
wir benötigen eindeutig eine Systemänderung. Ich denke, anders kann ich das nicht ausdrücken. Und wenn wir nicht fähig sind, das System zu ändern, dann werden wir ständig hinten nachrennen, eben das Ganze zu korrigieren, was natürlich von Haus aus kein Korrektur ist. Das stimmt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, genau, ja. So wie der Maike eben zum Beispiel gesagt hat, eben nur ganz kurz angehakt, es ist genauso richtig, wie du meinst, dass wenn man nicht den Wasserhahn irgendwann abdreht und immer mehr reinrinnt quasi an Müll in die Umwelt, dann ist es eine Sisyphusarbeit, da aufzuräumen. Jetzt ist viel da zum Aufräumen, aber eben, man wird dem nicht mehr her, wenn da das nicht einmal aufhört, quasi diese Überschwemmung mit Müll und das alles in der Umwelt landet. Ich weiß, das hat nichts direkt mit dem Film zu tun, aber es hat indirekt mit der Botschaft alles zu tun. Wenn ich ständig höre, ich mag sicherlich keine Freunde heute, wenn ich ständig höre von der Stadt Wien, dass wir CO2-neutral bis 2040 sein sollten und wo ich absolut keinen Plan sehe, dann denke ich mal halt, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und es bleibt uns nicht erspart. Das heißt, wir müssen diese Aufmerksamkeit bei den Leuten näher bringen. Und für solchen Zweck ist der Film an und für sich wirklich schwer in Ordnung. Aber das allein ist nicht. Und wir könnten, meine persönliche Meinung, wir könnten nicht auf die Regierungen, nicht nur die Wiener Regierung allgemein, wir könnten uns nicht auf die Regierung drauf verlassen, sondern wir müssen es selber in die Hand nehmen, dass die Leute das Gefühl haben, die sind selber mächtig. Und nur so werden wir das Problem gebacken kriegen. Da kann ich dem Mike nur zustimmen. Also für mich ist es halt wichtig bei solchen Filmen, das emotionalisiert halt sehr. Und der Punkt ist halt leider der, dass diese Filme, und das ist das einzige Negative an der Geschichte, immer nur Leute anspricht, die quasi schon im Thema sind oder sich mit dem Thema auseinandersetzen, so wie wir jetzt alle. Und das ist halt leider das große Dilemma an diesen Filmen, dass leider zu wenige Leute diese Filme sehen. Ja, das ist also das Negative. Sie kann mich noch erinnern, vor drei Jahren, es war vor der Pandemie, war ein halbes Jahr lang auf Facebook jedes Posting über Plastikmüll im Meer. Jedes Posting. Jeder hat gejammert. Ja, Ozeane sind überfüllt. Ja. Der letzten zweieinhalb Jahre ist das Problem auf einmal nicht mehr präsent. Ja, das heißt, die Leute sind teilweise schon müde. Die Leute sehen teilweise keinen Ausweg. Und da sind halt solche Filme wieder super, wo man das halt alles sieht. Ja, das Problem ist halt nur leider, dass die falschen Leute in die Filme gehen. Das ist das einzige Dilemma an der ganzen Geschichte. Weil würden mehr Leute, so wie es der Mike gesagt hat, das Problem verstehen. Als Extremsportler gibt es für mich keine Probleme, keine unlösbaren Dinge. Man kann alles erreichen im Leben. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir das Problem auch lösen können. Nur das Problem ist, wir können es nur gemeinsam lösen. Ja. Und da sehe ich es genau wie der Mike, also nicht die Regierungen werden es lösen, nicht die Wirtschaft wird es lösen, sondern das sind nur ein kleiner Teil der Lösung. Der große Lösungsansatz sind wir alle. Und wenn du halt leider mit Menschen sprichst, und das ist halt das Problem, wir haben 1%, wahrscheinlich so wie es der Mike gerade sagt, 90% haben null Ahnung davon. Ja. Das ist halt generell das große Thema, wo wir halt versuchen müssten, mehr Menschen zu erreichen. Und das versuche ich auch mit meinem Projekt Seven Oceans. Ich will auch einen Film drehen, Seven Oceans, deshalb, weil ich auch die 7 größten Probleme im Ozean aufzeigen möchte. Und eines davon ist logischerweise Plastikmüll. Aber das Hauptthema ist halt, und da versuche ich schon seit 2 Jahren eine Lösung zu finden, ist, wie kriegt man Menschen in den Kinosaal oder zum Online-Screening, die eben nicht so weit in der Thematik sind. Und das ist eigentlich, glaube ich, immer so das Hauptproblem. Deswegen hoffe ich halt, dass sehr viele, die den Film gesehen haben, einfach hergehen und darüber sprechen, das teilen, Freunde, Familie, Bekannte einladen, damit das so viele Menschen wie möglich sehen. Weil es gibt ja andere Beispiele auch von Filmen, ja, Ivory Game und wie sie alle heißen, von Leonardo DiCaprio, die natürlich ein bisschen größere Reichweite haben durch seinen Namen. Die haben schon einiges bewegt, muss man sagen, weltweit. Also ich glaube schon, dass Filme sehr viel bewegen können. Ja, Christian, wenn ich da einhaken darf, es ist so, dass wir auch gemerkt haben, weil du gesagt hast, wie erreicht man die Leute, wie kriegt man die hin, die jetzt nicht noch interessiert dran sind.
wir haben gemerkt, mit unseren bewusstseinsbildenden Workshops, wo wir einfach das begreifbar machen, auch so wirklich hands-on erfahrbar, wie geht das, was ist das, was ist die Thematik, dass wir schon sehr, sehr, sehr früh ansetzen. Also wir haben teilweise schon Workshop gehabt mit Kindergartenkindern. Und wenn dann natürlich dann, wenn dann nämlich wirklich dann die Kleinen schon zu den Eltern gehen und sagen, du Mama, das gehört aber bitte in den anderen Müll. Und deswegen bin ich froh, dass quasi auch die ARA jetzt einmal gesagt hat, sie wollen den Kunststoffrecycling vereinheitlichen in ganz Österreich. Wie oft sind wir irgendwo hinkommen, bei euch macht man das wieder anders, dort macht man es wieder anders, sondern dass wirklich das einheitlich ist, das einfach ist. Und nämlich auch, wie wir gemerkt haben, in den vielen, vielen Schulen gibt es noch immer kein Recycling. Und da denke ich mir, wir sind da in Österreich, gell? Und dann wird alles in der Klasse in ein Kübel reingeworfen und das ist echt traurig. Es ist noch schlimmer, weil wir haben eine Industrie aufgebaut, die sehr viel Geld mit unserem Mist verdienen. Und für mich, die sind in einer Marktstellung innerhalb des Gesamten. Und wenn wir keinen Mist mehr produzieren, haben die kein Geschäft mehr. Und das ist ein Problem, was wir alle miteinander aufgestellt haben, da wir so viel Wert auf Waste Management gestellt haben, anstatt den Mist als solche überhaupt zu eliminieren. Es gibt schon einen Unterschied zwischen verwalten und eliminieren. Und wir haben den falschen, wir sind auf den falschen Hebel geschaltet. Ne? Also ich kann der Raffaella nur zustimmen. Also ich habe es auch gemerkt, wenn ich Vorträge in Schulen halte, vor allem witzigerweise gerade noch so Volksschule und vielleicht noch so die erste, zweite Klasse. Es ist unglaublich, wie die Kinder auf diese Thematiken reflektieren, was die für eine Begeisterung dann haben und was das für einen Einfluss dann nämlich hat, weil das Problem ist, die ältere Generation umzupolen, ist extrem schwer, ist unmöglich. Ja, weil die haben das jetzt die letzten 30, 40 Jahre so gemacht, also wird es auch in den nächsten 20 Jahren so gemacht. Aber wenn der Druck jetzt von den Kindern kommt und sagt, hey, Mama, Papa, ich trinke jetzt nichts mehr aus einer Plastikflasche, dann haben halt die Eltern einen Handlungsbedarf. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste, was man wirklich tun sollte, gerade in dieser Altersgruppe das Bewusstsein schaffen. Weil wenn die Kinder das quasi lernen und damit aufwachsen, dann erstens einmal geht es um mehr nahe Zukunft. Und das Zweite ist natürlich, dass wir dann viel mehr Chancen haben, weil ältere Menschen umzupolen ist gleichsam schwieriger als wie die Kinder gleich auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, und vor allem, dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass sie selber, ich finde es immer dann so spannend, wenn wir so Designprozesse machen, wie, ja, mit was für einem neuen Horizont sie dann durch die Gegend gehen und dann beim nächsten Mal, wenn sie kommen, schon so, ah ja, hast du gesehen, das habe ich letztens beim Drogeriemarkt gesehen und das ist ein Supermarkt, oh Gott, wie kann man das so verpacken? Und dann auf einmal fängt es an, eben wie du gesagt hast, zum Rattern. Also da ist so das eigene Denken, fängt dann so total sich an damit beschäftigen. Das stimmt natürlich. Deswegen mit den kleinen Kindern anfangen und ihnen zeigen, was alles möglich ist und auch ein Bewusstsein schaffen, warum Einwegplastik oder auch andere Einwegmaterialien, also ich sage nicht, dass Plastik das Beste ist. Ganz im Gegenteil, manche sind noch, also Glas zum Beispiel, wenn das gleich weggeschmissen wird. Also aber nur, dass man das teilt, dass man das, also Bewusstsein eben schafft. Ja, dann würde ich gleich zur zweiten Frage oder zum zweiten Punkt kommen und zur Umweltverschmutzung durch Plastik. Wie bewertet ihr diesen Diskurs? Also wie steht ihr zu dieser Aussage? Kannst gerne, Raffaella, ich fange wieder bei dir an. Ja, es ist lange Zeit, es ist Gott sei Dank, ich meine, es ist einmal so dieser Aufschwung gewesen, so mit, es ist mehr in den Medien vertreten gewesen, es ist mehr darüber geredet gewesen. Genau wie der Christian sagt, durch Covid-19 ist es wieder nach unten gegangen, so sagen wir mal die Thematik, also weniger darüber gesprochen. Teilweise große Initiativen haben, also die Ellen MacArthur Foundation beispielsweise, haben mal nette kleine kurze Filme drüber rausgebracht. Obwohl ich da immer ansetzen muss, und noch einmal zu dir, Christian, wenn du einen Film machst, dann mach ich ihn auch auf Deutsch, damit eben jemand sich das, also mein Sohn hat zum Beispiel, wie ich mir den Film angeschaut habe, ist vorbeigegangen, der ist 12 Jahre alt, und gesagt, schau, dass der nicht in Deutsch ist, gell? Also der hätte sich den gern angeschaut, aber da ist auch immer so, Sprache ist ganz viel Kommunikation und Medienpräsenz, kommt da auch. Das stimmt.
Ja, Mike, wie findest du das? Also wie stehst du zu der? Ich denke teilweise, auf der einen Seite, wir machen es relativ einfach, indem wir sagen, das ist gut und das ist schlecht, anstatt zu sehen, was sind die Umstände in gewissen Situationen. Ich versuche gar nichts zu rechtfertigen, aber ich denke, das ist sehr leicht für die Leute, quasi einen Kamm drüber zu scheren, damit haben die Lösung. Es gibt schon Bioplastik. Wir haben einiges noch zu entwickeln. Wir dürfen nicht vergessen, warum Plastik als solcher erfunden wurde. Teilweise die Bequemlichkeit. Und da wirst du nicht so einfach das Benehmen von den Leuten ändern. Das war ganz spannend, in Economist letzte Woche haben die einen Bericht über die Situation in Großbritannien, wo die tierische Angst haben, dass es einen Green Backlash gibt. Was heißt das? Dass die Leute dann sagen, die Grünen, die wollen nur Sachen von uns wegnehmen, die haben eine Situation jetzt ohnehin Knappheit mit Benzin und bla bla bla. Und es gibt immer Politiker, die versuchen, solche Situationen eben auszunutzen. Und ich mache mir schon Sorgen, indem wir ständig sagen, es ist immer verbieten, verbieten, verbieten. Und wir müssen in der Lage sein, die Leuten auch was anzubieten, weil wenn wir das nicht machen, denn, und vor allem, da wir nicht bereit sind, das System als solches zu ändern, wir haben für mich den Wurzel des Problems kommt in ein System. Es ist egal, was wir machen. Wir nehmen Sachen von der Natur und wir bringen nichts retour. Wir produzieren Sachen, was kein Sau braucht und wir nennen das Fortschritt und am Ende schmeißen wir das weg. Die sind die Problematik. Wenn wir nicht in der Lage sind, diese Komponenten gebacken zu kriegen, dann ist es wirklich wurscht. Daher müssen wir Systemänderung setzen. Wir müssen Incentives in das Gesamte einbinden. Wir reden ständig von Kreislaufwirtschaft, aber wir vergessen diesen wirtschaftlichen Teil und dass jeder an und für sich, was wir aus dem Ganzen sehen. Und wenn ich eben an die Situation, ich stimme vollkommen zu, es ist die Frage, haben wir so lange, bis wenn die Kinder eigentlich die Entscheidung dann treffen? Ich glaube, wir haben nicht so lange. Also, ich habe halt das große Glück gehabt, dass ich wirklich sehr viel auf der Welt herumgekommen bin und sehr viele Länder besucht habe. Und wenn ich das mache, dann versuche ich halt einmal hinter die Fassaden zu schauen und mit Einheimischen zu sprechen. Und es ist halt natürlich schon auf der einen Seite immer eine Sache, wenn man mit dem Finger irgendwo hinzeigt und sagt, ihr Bösen, ohne den Menschen dann einmal mit Lösungen anzubieten. Ja, also das Problem ist natürlich, wir sind teilweise abhängig, gerade von Plastik in gewissen Bereichen, jetzt das die nächsten Jahre noch immer geben. Aber ich glaube, um das Problem zu lösen, und es gibt ja mittlerweile sehr viele Organisationen, Firmen, die da wirklich guten Job machen. Ein Freund von mir, Australier, lebt in Linz, ja, der macht aus kompletten Müll Schuhe und verkauft die. Ja. Also es wirklich gute Geschichten. Ja, das Problem ist, dass diese Geschichten halt relativ klein bleiben und nicht populär werden. Die werden nicht groß genug. Das Problem ist, bin jetzt zum Beispiel auf den Malediven erst gewesen vor ein paar Monaten, auf einer einheimischen Insel und da war halt alles voller Plastikmüll und ich habe zum Einheimischen gesagt, wieso räumt ihr das nicht weg? Dann schaut ja das viel paradiesischer aus. Ne? Und der sagt zu mir, wozu soll ich es wegräumen? Bei der nächsten Welle, beim nächsten Wind ist das Plastik wieder weg. Also in seiner Welt kommt es, geht es und wieso soll er es wegräumen? Ja, also ich glaube, die Lösung wirklich wäre, wenn für die meisten Menschen auf der Welt und gerade in armen Ländern, glaube ich, könnte man das relativ gut machen, dass man sagt, okay, Müll, in dem Fall Plastikmüll, ist etwas wert. Es gibt Projekte in Kamerun vom Roger Miller, weiß nicht, ob Sie den kennst, das ist ein Fußballstar aus meiner Jugend, also der ist auch schon lang in der Pension. Aber der baut zum Beispiel Straßen, Asphaltstraßen in Kamerun aus Plastikmüll. Der geht mit den Kindern am Strand, sammelt dort die Flaschen ein, das wird verarbeitet. Und dann gibt es Asphaltstraßen in Afrika. Also man kann ja aus diesen Materialien, also wie es der Raphael hat gesagt, was Sinnvolles tun. Das Problem ist,
wenn das niemand sammelt, ja, dann geht das halt von Insel zu Insel, ja, und dann bleibt es halt im Meer, zerfällt dort, wird zu Mikroplastik und dann haben wir halt eben diese großen Probleme. Aber sobald wir es schaffen, Bewusstsein bei diesen Menschen zu schaffen, ja, aber natürlich auch bei uns, das Problem ist natürlich, wir reden jetzt immer da über diese armen Länder, denen man nichts vorwerfen kann, aber selbst wenn ich jetzt in Österreich schaue, ja, geht davon aus, dass weit mehr wie die Hälfte immer nicht Müll trennen, ja, was eigentlich wirklich ein riesen Desaster ist, weil eigentlich sollten wir ja von der Bildung her schon so weit sein. Ja, das ist halt das Problem in diesen Ländern. Ich war vor 2 Jahren in Bali, gehe da rauf auf den Berg in so ein Dorf, ja, und denke mir, das ist das sauberste Dorf, was ich jemals gesehen habe. Und dann frage ich, wie die Müllentsorgung dort funktioniert. Na, da haben sie mir ganz stolz gezeigt, hinter dem Dorf war so eine Mulde, ja, da haben sie den ganzen Dreck reingehaut und dann haben sie gesagt, na, was passiert dann? Na, wenn der Regen kommt, der Monsun, ja, dann wird das weggeschwappt. Ja, eh. Dann habe ich gesagt, naja, und habt ihr eine Idee, wo der Müll dann hingeht? Naja, irgendwo den Berg hinunter. Sag ich, ja, eh, und das landet dann alles im Meer. Ach so, na, das haben wir gar nicht gewusst, ja, und das haben die gar nicht gedacht. Ja. Dann haben wir halt erzählt, was passiert, wenn das im Meer landet. Die leben alle vom Fisch, ja, dann essen die das Plastik. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon Studien, dass halt dieses Mikroplastik natürlich für den menschlichen Organismus auch nicht das Beste ist, wenn du das über die Fische zum Beispiel zu dir nimmst. Aber die Leute müssen da wirklich gebildet werden. Ich glaube, das ist einmal das eine Thema, dass man halt wirklich die Leute bildet. Das heißt, normalerweise gehört weltweit in jeder Schule das unterrichtet. Ja. Und auf der anderen Seite ist eben die Lösung, dass die Leute verstehen, Müll muss etwas wert sein. Damit kann ich Geld verdienen, weil dann wird was passieren. Wenn ich jetzt sage, sammelst den Müll nur, damit es ein schöner Strand ist, wird das kein Mensch machen auf der Welt. Wenn ich sage, sammelst jetzt 10 Plastikflaschen, wir verkaufen die und wir machen daraus Schuhe oder was auch immer, T-Shirts gibt es ja schon, ja, dann wird das gemacht. Und ich glaube, das sind so die einzigen 2 Lösungsansätze, die ich sehe für die nächste Zukunft. Ich würde vielleicht noch den 3. quasi dazufügen, wo wir noch quasi genau das, also wir stimmen dir da voll zu, dass genau das Bewusstsein gebildet werden sollte, dass Kunststoffmüll eigentlich ein wertvoller Rohstoff ist, dass die mal wieder was Neues machen kann. Beziehungsweise eben, welche Sachen, sagen wir mal, sich besser wieder in neue Produkte transformieren lassen und welche nicht. Also warum man nicht eben, also wenn man da jetzt wirklich auch, man merkt, in manchen Ländern ist es auch so, dass die von Tag zu Tag rechnen und nicht eben das ganze Monat jetzt über. Deswegen wird ziemlich, obwohl es dann eigentlich günstiger wäre, also sogar eben auch, sei es jetzt Handyguthaben oder Verpackung, eben wenn man Waschmittel oder sowas hernimmt. Und dann merkt man, es fehlt einfach dieser Zugang zu den Tools, um das überhaupt nachher wieder ziegel zu machen. Wir haben zum Beispiel auch so Bodenfliesen und haben auch schon eben diese Teile eben für die Straßen also zum Gehen. Also haben alles schon eben mit den Maschinen gepresst. Und es ist möglich. Und es ist auch so möglich, dass da kein Mensch eben wegen giftigen Dämpfen oder was zu Schaden kommt, sondern echt mit Filter und mit allem drum und dran, damit es sicher ist, damit man sowohl mit Kindern Workshops machen kann, als auch die Leute vor Ort in einkommensschwachen Ländern daraus neue Produkte eben pressen können, ohne dass eben die Gesundheit zu Schaden kommt. Es kommt der Natur zugute. Und sie haben einen ökonomischen Wert daraus auch und sie lernen eben, dass es nicht eben etwas ist, was man einfach so ins Meer oder in die Umwelt schmeißt. Wir dürfen nicht vergessen, wer dafür verantwortlich ist, diesen ganzen Mist als solche überhaupt zu produzieren. Das kam von uns in den globalen Norden. Und es gibt ein zusätzliches Problem, wenn wir von diesen armen Ländern reden. Wer hat die arm gemacht? Letztendlich, die produzieren Sachen nicht für sich selber, sondern die sind für unser Bedürfnis. Und wir haben eine gewisse Abhängigkeit durch das Gesamte so aufgebaut. Das war extrem präsent. Ab März 2020, wenn die ganze Wertschöpfungskette komplett auseinandergefallen ist, dass die Leute von Kenia, wo die entschieden haben, Avocado zu obwohl das gar nichts zu den Kenianern passen, die essen das nicht, nur unsere Bedürfnisse abzudecken. Nachdem die Avocados nicht an die Europäer verkaufen könnten, was haben die gemacht? Die haben die Schweine damit gefuttert. Und du musst wirklich überlegen, wie krank ist das System? Wir müssen wirklich sehen, dass die Leute innerhalb dieser Länder erstens was Autonomes machen könnten und diese Abhängigkeit uns gegenüber, das müssen wir auseinanderbrechen. Das muss der Schritt Nummer 2. Wir müssen selber Verantwortung nehmen für den Mist, was wir in diesen Ländern
Hm? Weil wir tragen wahrlich eine Verantwortung. Und vor allem, was wirklich spannend ist, wenn wir von CO2 reden. Wer konsumiert den ganzen CO2? Sind wir im globalen Norden? Ich arbeite auf einem Projekt, das heißt ein CO2-Wallet. Und es geht vorwiegend um diesen Konzept. Jeder auf unserem Planet kriegt eine gewisse Anzahl von CO2, weil wir haben unser Ziel, die 1,5 bis 2050. So, wir wissen schon, wie viel CO2 als solche bei jedem Konsument, bei jedem Person als solche konsumiert werden können. Und dann schauen wir das an in den globalen Süden. Ja, die haben gegebenenfalls ein paar Probleme, aber wer hat wirklich die Probleme dabei? Ich meine, wir haben das nämlich gesehen in den deutschen Wahlen, wie präsent es ist, was für Umweltschmutzer unterwegs sind. Und das geht natürlich in die ganze Industrie. Entschuldige, ich bin kein Antikapitalist, aber wir müssen ganz ernst die Sachen sehen, wie die sind. Und wir tragen wirklich eine Verantwortung und wir müssen vergewissern, dass die auch ohne diesen Scheiß, Entschuldigung, leben könnten. Und das ist unsere Verantwortung. Okay, ich stehe drunter und ich beruhige mich. Passt. Du hast eh schon ein gutes Thema angesprochen, ist Verantwortung. Und zwar komme ich schon zu meiner nächsten Frage. Wer glaubt, er trägt die Verantwortung zu der Bekämpfung von Plastikmüll? Wenn ich wieder mit dir, Raffaella, beginnen darf. Also erst einmal wir alle, würde mal sagen, wir haben schon oft eben einmal gesprochen drüber in Workshops mit Jugendlichen und alles. Ja, ist jetzt eigentlich der Konsument verantwortlich oder das Unternehmen, das den Kunststoffmüll herstellt, indem es quasi die Produkte in die Verpackungen reintut und sich dann nicht viel Gedanken drüber macht oder extra viel kleine Verpackungen. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre, dass die Verantwortung der Unternehmen über diesen Punkt hinausgehen, wo es einfach nur das Produkt verkauft wird, sondern dass sie auch danach sich dann quasi noch verantwortlich fühlen, mit was mit dem Müll danach passiert. Und das kommt teils, nach und nach kommt irgendwas. Man sieht immer mehr Produkte, wo was und kein Mikroplastik oder aber sehr schleppend. Und ich glaube, da ist so wichtig, dass man ansetzt, dass man die großen Player mit im Boot hat, die dann da auch quasi in die Verantwortung genommen werden und nicht einfach nur sagen, ja, okay, wenn die Konsumenten das kaufen, dann ja, dann produzieren wir es weiter. Ja. Also für mich gibt es da drei Säulen. Das eine ist die Politik, das zweite ist die Wirtschaft und das dritte sind wir alle. Und ich muss darauf Fehler da recht geben. Also die stärkste Säule sind definitiv wir alle, weil letztendlich entscheiden wir, was wir kaufen. Das heißt, wir können theoretisch die Wirtschaft beeinflussen und natürlich können wir auch die Politik beeinflussen, weil ich glaube, dass das Problem das sein wird, dass einfach die Politik, und das sieht man ja, und auch die Wirtschaft viel zu lange brauchen, um die Dinge umzusetzen. Also du kannst nicht von heute auf morgen verlangen, wir fahren jetzt alle Elektroautos, du kannst nicht von heute auf morgen verlangen, wir fliegen nicht mehr, du kannst von heute auf morgen nicht verlangen, wir verwenden kein Plastik mehr, das funktioniert leider so nicht, ja. Und deswegen sieht man ja, wie lange die Politik braucht und dann versprechen sie was und dann sieht man aber auch keine Maßnahmen, weil ich verstehe bis heute nicht, warum das Pfandsystem in Deutschland funktioniert und in Österreich diskutieren wir seit 3 Jahren darüber und jetzt haben wir eine grüne Regierung. Also wenn ich ein Pfandsystem haben will, ist das morgen installiert. Das kann mir keiner sagen, weil wir wissen es in Deutschland, wie es funktioniert, die Technik ist da. Das ist seit Jahren oder Jahrzehnten erprobt. Ja. Also kann mir keiner erklären, das kann in Österreich nicht funktionieren. Also ich würde mich jetzt dann nicht auf die Politik verlassen. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Kreditpunkt an die Greta. Es ist so lieb, wenn sie immer sagt, die Politik muss entscheiden. Nein, die Politik wird das Problem nicht lösen. Und wenn sie es lösen, wird es zu lange dauern. Ja, dann kommen wieder weitere Probleme dazu. Ich meine, wir reden heute nur über Plastik. Es gibt ja noch 100 andere Themen, die da mit hineinspielen. Und deswegen glaube ich schon, dass das schnellste und effektivste wäre, wenn wir alle, zumindest so viele wie möglich, eben das Bewusstsein haben, ja, und aus diesem Bewusstsein heraus dann Entscheidungen treffen. Ich verstehe bis heute noch immer nicht, warum es Leute gibt, ja, die mit dem Auto fahren, zum Mäcki, den Müll, das Essen und den Müll aus dem Auto rausschmeißen. Wo zur Hölle ist das Problem, wenn ich stehen bleibe und ich das entsorge? Wieso muss ich das aus dem Fenster raus? Muss man irgendwann einmal einer erklären, der das macht. Ich verstehe es bis heute nicht. Ja. Und ich glaube, da muss man ansetzen, weil je mehr Menschen so denken wie wir,
desto schneller muss dann eben die Regierungen oder eben auch die Wirtschaft vor allem dann darauf reagieren. Und dann reagieren sie ja darauf. Weil wie ihr sagt, wenn jetzt dann alles trotzdem gekauft wird, dann stellt sich halt die Frage für die Wirtschaft, warum sollte ich das ändern? Du wirst zwar immer wieder ein paar Unternehmer finden, die halt sagen, okay, ich will auch meinen Beitrag leisten, aber das sind dann schon sehr, sehr wenige und spezielle Unternehmen. Ich denke, wir müssen extrem was Radikales machen und ich würde dafür plädieren, dass auf jeden Stück Mist ein Pfand zu verrichten ist. Weil nur so werden die Leute einen Wert sehen. Und ich denke, alles von dem, was wir bis jetzt darüber gesprochen haben, was vollkommen korrekt ist, wenn die Leute einen Anreiz haben, das zu sammeln und vor allem die Firmen, die das produzieren haben, die, zurück zur Frage, Verantwortung, die tragen meines Erachtens die ultimative Verantwortung. Wir sind alle verantwortlich, das stimmt voll und ganz, aber mehr sind manche von den Teilnehmern sind mehr verantwortlich als andere. Und ich würde wirklich beinhart einen Pfand auf das Ganze geben. Eine von den Initiativen, wo ich unterwegs bin, sind die Zigarettenstummel, was ich selber nicht gewusst habe, wie viel Plastik und überhaupt krebserregende Komponenten, nicht nur den Tabak. Und natürlich die Nebenwirkung, was auf die Umwelt zu finden ist. Und es gibt eine Initiative, dass auf jeden Schickstummel ein Pfand zu finden ist. Und, mit den und das ist natürlich Bestandteil von dem Preis. Und damit werden die Leute das nicht mehr als Mist sehen, weil tatsächlich die schmeißen Geld weg. Und ich denke, das ist die ultimative Motivation für die Leute. Es tut mir leid, ich denke, wir müssen schnell gehen, wir müssen die Leute, die Firmen zur Rechenschaft ziehen und die Leute müssen verstehen, was die Gesamtkosten sind und du kannst es nur in Geld darstellen. Also ich bin auch davon überzeugt, dass die einzige Lösung ist, wenn das übers Monetäre geht. Also das war bis jetzt immer der größte Motivator der Menschen und ich glaube, das wird auch in Zukunft bleiben. Und wir haben ja auch tolle Pet-to-Pet-Werke in Österreich. Wir haben riesige Fabriken, die eben spezialisiert sind, dass sie PET-Flaschen wieder zu PET machen. Also von dem her wäre es wirklich eine Überlegung wert, sehr gut, dass man auch genauso wie es bei den Bierflaschen sonst schon seit Jahrzehnten mit Pfand funktioniert, warum man nicht auch eben diese ganzen PET-Flaschen wieder zurückbringt. Unter anderem natürlich. Also. Wir sehen in diesem gelobten Land das Problem, was waren die drei Stakeholder-Gruppen, die Wirtschaft und den Rest von uns. Wir sehen, wie die Politik und die Wirtschaft als Packelei genau das Problem, Raphael, was du eben erwähnt hast, von warum können wir das nicht machen, wo wir das in Deutschland seit eh und je haben, das ist unsere liebte Wirtschaftskammer, sorry. Ja, das stimmt natürlich, also das sind natürlich viele Parteien, die da eine Rolle spielen und Parteien, die gegen ein Pfandsystem sind. Ich glaube, dafür brauchten wir eine neue Stunde für die Panel-Discussion, wenn wir das reden wollen. ich würde zur Abschlussfrage kommen, und zwar welchen konkrete Handlungsschritte ihr für die Konsumentinnen, also für die Zuseherinnen, die jetzt dabei sind und dann später dabei sein werden, geben könnt. Also wie kann man selbst aktiv werden? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder versteht, wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass das im ganz Großen einen Einfluss dann hat. Also das Problem ist natürlich, dass viele Menschen sehen irgendwo diese Müllberge und alles und dann macht sich halt irgendwo eine gewisse Verzweiflung breit. Und dann denkt man sich, naja, es ist eh schon alles spät und ich kann eh nichts machen und es ist eh schon egal. Das Problem ist natürlich, wenn aber jeder so denkt, dann wird sich das Problem nie lösen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es halt wichtig, dass jeder versucht, das in seinem Rahmen das Bestmögliche zu tun. Ja, es sagt ja keiner, oder ich zumindest nicht, dass wir jetzt dann auf alles verzichten müssen, wir sollen nicht mehr auf Urlaub fahren und, und. Ich meine, die ältere Generation hat sich das ja ewig lang aufgebaut und jetzt sollen wir auf alles verzichten, das ist auch unrealistisch. Also ich bin immer jemand, der sehr realistisch denkt und bleiben möchte. Aber wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann ist das ein riesengroßes in der Summe. Ein sehr guter Freund von mir, Australier auch, der lebt in Malacca,
Der hat eine Umweltschutzorganisation gegründet auf Mallorca, wo er auch die Strände und so weiter mit den Schulkindern sammelt und hat den Müll dort weggibt. Und dem habe ich gefragt, warum magst du aus Australien eine Umweltschutzorganisation in Mallorca? Und er hat zu mir gesagt, was ist denn, wenn jeder schaut, dass sein Garten sauber ist, dann haben wir weltweit kein Problem. Und das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Und seitdem ist das auch irgendwo so ein bisschen meine Idee dahinter. Wenn jeder schaut, dass in seinem Umfeld das Bestmögliche gemacht wird, ich glaube, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Und da ist es immer schön, auch eben schon junge Leute dazu einfach zu inspirieren, dass sie selbstwirksam sein können. Nämlich, wir sagen immer, egal wo man ist, also auch am meisten sagen sie zu mir, na ja, wir sind ja nur in einem kleinen Dorf, irgendwo mitten in Kärnten oder wir sind nur in der Stadt, da müsst ihr dafür ja in Wien oder in Berlin sein. Und dann sage ich, na, wir sind auch zum Beispiel, wir haben unsere Standorte in Wien-Neustadt und eben da in Klagenfurt-Fichtring. Das ist am Land, das ist wirklich irgendwo im Nichts. Da denke ich mir, wir sind auch von da aus, kann man sowohl lokal als auch global aktiv werden. Man kann sogar eben, wir sind jetzt über 60 Länder weltweit, mit uns dann eben einfach Lösungen und Ansätzen und dort geht es wieder weiter und es verbreitet sich. Deswegen, also man kann egal, wo man ist, aktiv werden und jeder Sache, die man sich annimmt und wo man sagt, da sieht man eine Herausforderung, kann man sagen, man entwickelt eine Lösung, man nimmt sich dem an, egal ob das jetzt eben im Kunststoffbereich ist, ob das jetzt Glas ist, Papier, Altkleider, es gibt so viele Bereiche und dort, wo man sagt, da setzt man an und da trägt man was dazu bei, dass wir eben einfach alle eine schöne Zukunft für uns haben und nicht im Müll versinken. Genau, ich möchte glauben, dass die Leute wohl was Gutes tun wollen. Und manchmal wissen die nicht wie. Und teilweise, zum Beispiel einen Film anzuschauen wie dieser, und man denkt, oh je, das ist schlimm und das sind die Leute dort und begreifen nicht ganz, dass es uns auch betrifft und vor allem den Einzelnen. Weil das Problem ist natürlich, wir sind in den täglichen Prozessen so drin, dass wir nicht einmal überlegen, was wir machen. Und teilweise müssen wir in der Lage sein, und ich denke, das ist unsere Rolle, also Ordnung miteinander hier, den Leuten aufmerksam zu machen, was die tatsächlich tun. Nicht zu sagen, du, sondern dass die selber auf diese Erkenntnisse kommen, dass gegebenenfalls ihr Leben ist nicht so nachhaltig, wie die gedacht haben. Und dann gibt es die große Krise und dann wissen die nicht, was die dagegen tun könnten. Hier schon wieder haben wir unzählige Beispiele gehört heute, wie wir das besser machen könnten. Ich möchte nicht ständig die Leuten was vorwerfen, weil die nicht Besseres wissen. Daher denke ich, wir haben eine sehr wichtige Rolle, Aufmerksamkeit bei den Leuten beizubringen und Anweisungen, wie man das besser machen kann. Und dann letztlich müssen wir neue Systeme bauen, wo die Incentives vorhanden sind, die Anreize, dass niemand mehr dran denkt und dass es einfach läuft. Und das ist mein Traum und das wünsche ich mir, dass viele Leute genau diesen Traum haben, dass es einfach läuft und wir brauchen nicht mehr über das Thema zu reden. Das ist ein schöner Traum und wir werden alle helfen, dass wir den Traum erfüllen. Super, das sind tolle Abschlussworte und ich hoffe, dass alle Fragen soweit beantwortet worden sind. Wenn es noch Fragen gibt, dann gerne auch auf den sozialen Medien zum Diskutieren. Wir werden den Film, also diesen Panel-Discussion auch zur Verfügung stellen online und ich bedanke mich recht herzlich an alle, die mitdiskutiert haben und die Fragen so toll beantwortet haben und eine solche rege Austausch und Diskussion ermöglicht haben. Lieben Dank für die Einladung und danke eben, dass eben ihr euch da so engagiert und schön, dass es euch gibt, eben Zero Waste Austria. Kann ich nur zustimmen und vielen Dank für die Einladung. Und ich bin mir sicher, wir werden uns alle bald wieder mal sehen irgendwo und diskutieren und werden wirklich schauen. Ich glaube, dass die Menschheit noch Menschen
sucht, so wie wir gepolt sind, um immer eine gewisse Vorbildwirkung zu haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen bin ich froh, dass es immer mehr gibt, ja, und dass sich auch, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass sich diese Organisationen anfangen zu verbinden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil vor ein paar Jahren habe ich immer das Gefühl gehabt, dass diese ganzen Umweltschutzorganisationen eher gegeneinander arbeiten. Jeder hat geschaut, dass er für sich quasi das Beste rausholt. Ich glaube, da gibt es aber jetzt auch, oder hoffe zumindest, ein großes Umdenken. Weil, wie gesagt, wenn man ein Tropfen ist, dann ist man ein Tropfen. Wenn wir aber viele Tropfen sind, dann sind wir ein ganzer Ozean. Ich glaube, dann kriegen wir das besser in den Griff, die Probleme. Das stimmt. Danke vielmals. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Wie du sagst. Guten Abend. Euch auch. Danke. Tschüss.